Gut und willkommen bei Barbecue Culture. Wir sind heute mal wieder in der Burger-Richtung. Wir machen heute einen Burger in der griechischen Art. Also wirklich mit Zwiebeln, Peperonis, Feta-Käse und so weiter. Seht ihr gleich alles. Also dranbleiben, ich zeige euch jetzt, was wir alles brauchen. Und hier haben wir unsere Zutaten. Wir haben hier heute Feta-Käse, der ist schon vorgeschnitten. So ein kleine Würfel. Ich glaube, das passt mega hierzu. Wir haben hier ein paar rote Zwiebeln geschnitten. Dann haben wir hier noch ein paar eingelegte Peperonis. Die müssen wir uns noch ein bisschen vorbereiten. Dann haben wir hier zwei Angus Patties. Das sind ungefähr 125 Gramm pro Patty ungefähr. Natürlich Burger Buns. Ein bisschen Joghurt für eine Soße. Die rühren wir uns gleich noch an. Was ihr von was, wie viel braucht, findet ihr natürlich wieder unten in der Infobox. Genauso wie ein paar andere Sachen. Schaut einfach mal rein. Gibt es noch ein paar interessante Sachen für euch, heute schon wieder schwer, schaut einfach mal rein. Jetzt legen wir los, wir machen uns jetzt die Soße fertig und schneiden uns noch ein bisschen die Peperonis, währenddem der Grill hier am Vorheizen ist. Also, kommt rüber. Jetzt haben wir hier unsere Peperonis und die wollen wir später auf den Burger legen. Und dann ist zum Mitessen das hier oben ein bisschen doof, deswegen gehen wir jetzt hin, nehmen die uns, schneiden das ab. Und dann können wir die gleich noch ein bisschen mit auf der Plansche anbraten, seht ihr aber gleich, ich bereite die jetzt erstmal vor. So, unsere Peperonis haben wir vorgeschnitten. Einfach nur die Köpfe ab. Die sind jetzt schon mal so okay. Und jetzt geht es hier an unsere Soße. Da haben wir jetzt ein Becher ganz normalen Joghurt drin. Und jetzt habe ich hier zwei Knoblauchzehen. Die habe ich schon vorgearbeitet, also geschält und hier vorne ein bisschen abgeschnitten. Und jetzt pressen wir die uns jetzt erstmal hier rein. So, unseren Knoblauch haben wir jetzt schon hier drin. Jetzt kommt erstmal Pfeffer und Salz. Da müsst ihr jetzt wieder wissen, wie viel ihr haben wollt. Und dann kommt hier noch ein bisschen Pulbiber rein. Also kann schon ein bisschen was rein, das ist die nicht ganz so scharfe Variante. So, und jetzt müssen wir das Ganze natürlich noch ein bisschen verrühren. So, und damit ist unsere Soße fertig. Und die darf jetzt auf jeden Fall noch ein bisschen ziehen. Und wir kümmern uns jetzt um unseren Rest des Burgers. Wir haben unseren Grill ja schon vorgeheizt. Und hier drin versteckt sich eine gusseiserne Grillplatte. Da machen wir jetzt unsere Burger drauf. Das Schöne ist nämlich, die kriegen eine schön durchgehende Kruste. Wenn ihr das auf dem Grillrost macht, erstens habt ihr das Problem, teilweise bleibt es euch hängen. Es gibt zu viel Flammenbildung, wenn ihr zu viel Fett in den Patties habt. Und ihr kriegt keine richtige durchgehende Kruste. Oder eher schwere. Deswegen, so eine Gussplatte macht wirklich Sinn. Also einmal drauf mit den Dingern. Und jetzt geben wir auch gerade noch hier unsere Peperonis daneben. Die wollen wir nur ein bisschen mit angrillen, die sollen ein bisschen Farbe kriegen. Also gar nicht so lange, einfach nur ein bisschen Farbe kriegen lassen. Was wir jetzt schon mal machen können ist, wir können die Seite der Patties hier schon mal salzen. Pfeffern würde ich immer nachhinein oder die Seite, die schon angegrillt ist, könnt ihr dann auf dem Grill schon pfeffern. Aber nicht die Seite, die ihr angrillen wollt. Das wird dann einfach nur bitter oder verbrennt euch der Pfeffer. Lasst einfach so, tut es vorher salzen, das ist okay, könnt ihr aber auch nachher, also ist auch kein Problem. So, unsere Peperonis haben jetzt schon ein bisschen Farbe gekriegt, die holen wir uns jetzt schon mal runter, die sollen jetzt nicht schwarz werden oder sowas, sondern einfach nur ein bisschen Farbe kriegen, das tut schon. So, unsere Patties dürfen jetzt von der einen Seite schon gut Kruste gekriegt haben, das seht ihr, wenn hier oben der Saft austritt, dann ist es soweit, dann dürft ihr die Patties drehen, einmal auf eine andere Stelle legen und ihr seht, schöne Kruste. So sollen die aussehen. Was ihr jetzt noch machen könnt, ist die andere Seite pfeffern und noch ein bisschen salzen. Und was ich euch eben unterschlagen habe, sorry, ich habe hier noch ein bisschen Feldsalat, der kommt mit drauf. Seht ihr aber gleich. Bauen wir gleich zusammen. Was wir jetzt noch machen ist, wir nehmen hier unsere Burger Buns. Und tun die uns auch noch mal kurz ein bisschen anknuspern. Dann suppt das später nicht so durch. Wenn ihr da jetzt irgendeine Soße drauf gebt, egal welche, suppt euch später nicht so durch. Einfach kurz mit anknuspern, aber pass auf, das geht ruckzuck. Unsere zwei Patties hier hinten sind jetzt jeden Moment fertig. Wir fangen jetzt schon mal an, den Burger zusammenzubauen.
Dann holen wir sie gleich runter, dann können sie schön frisch drauf. Also kommt rüber, bauen wir erstmal zusammen. Hier liegen schon mal unsere Burger Buns. Wir haben die schön angeröstet, seht ihr jetzt. Und jetzt geben wir als erstes Soße drauf. Und wenn ihr das angeröstet habt, dann suppt euch das nicht durch, dann wird das Bun nicht sofort weich. Ja, geben wir so 2 Teelöffel pro Seite, würde ich sagen. Darf heute schon ein bisschen mehr Soße sein. Dann geben wir da drauf Feldsalat. So, und da drauf kommen jetzt hier unsere Zwiebeln, die roten Zwiebeln. Da müsst ihr jetzt auch nicht sparen mit den Zwiebeln, also da kann schon was drauf. So, und da drauf geben wir jetzt ein bisschen von unserem Käse hier. So, und da drauf kommen jetzt schon unsere Patties. Einmal. Und zweimal. Jetzt geben wir hier oben auf unser Patty wieder Soße drauf. Das dient uns jetzt so ein bisschen als Kleber. Und da geben wir jetzt hier unsere Pepperonis drüber. Wir teilen uns jetzt schön gleichmäßig. Und wer will, darf jetzt hier oben noch mal ein bisschen Zwiebeln drüber geben. Und als Abschluss kommt jetzt hier unser Deckel drauf. Und fertig sind unsere Burger. So, unser griechischer Burger ist fertig. Ich finde, der sieht mega gut aus. Jetzt müssen wir noch gucken, ob er auch genauso gut schmeckt, würde ich sagen, oder? Aber die Zutaten, glaube ich, die sprechen schon für sich. Einmal ein bisschen zusammendrücken. Macht es einfacher für den Kiefer. Und einmal rinnende Kopf, nur für euch. Boah. Moment, muss nochmal. So, die Kauleiste ist wieder leer, ich kann wieder reden. Das ist geil, das ist richtig gut, das ist richtig lecker. Also kommt alles von den Geschmäckern zusammen, die ihr so aus der griechischen Küche kennt. Richtig geil. Also, wer auf griechische Küche steht, wer auf Burger steht, kombiniert das mal. Auf jeden Fall. Also, nachmachen, schreibt mir mal, wie ihr es fandet, unten in die Kommentare. Lasst auf jeden Fall mal ein Abo und einen Daumen nach oben da. Dann verpasst ihr so Sachen nicht mehr. Mich bringt es ein bisschen im Algorithmus weiter. Und wir freuen uns, dass wir beim nächsten Mal wieder zusammen hier sind und Rezepte angucken. Also, ihr seid auf jeden Fall beim nächsten Rezept dabei. Euer Max von Barbecue Culture. Und tschüss. Und ich esse jetzt.